Eigentlich habe ich dich vom ersten Moment an in mein Herz geschlossen. Ich will einfach noch was von der Welt entdecken, ich möchte rumreisen. Du hast es mir zum Beispiel jetzt schon ermöglicht, mehr zu sehen auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt einfach viel, viel sorgenfreier leben und mit dir kann ich das einfach. Zum ersten Mal haben wir uns am 3. Dezember getroffen und haben uns da verabredet, um Bilder auf dem Dom zu machen. Du hast gleich gegrinst über das ganze Gesicht und das hat mir total gefallen, dass du die ganze Zeit gestrahlt hast. Das hat dich irgendwie ausgemacht und war so was Besonderes einfach, so was Lebensfröhliches. Die Zeit in Paris war echt traumhaft. Also es war was Magisches, was ganz Besonderes. Und ich finde es einfach toll, dass man mit dir so wunderbare und magische Momente erleben kann, wie zum Beispiel auf dem Eiffelturm. Das war einfach was absolut Besonderes und Einzigartiges. Ich kann mich noch daran erinnern, wo du gesagt hast zu mir, irgendwie, dass deine einzige Aufgabe ist, mich irgendwie zum Lachen zu bringen. Du bist einfach ein Mensch, der wahnsinnig großzügig ist. Du siehst fast nur Gutes in jedem Menschen. Du schätzt alles so sehr, sogar diese Kleinigkeiten, die einer für dich macht. Und du achtest selber auf viele Kleinigkeiten. Immer wieder, wie sehr du mich liebst. Du siehst vieles einfach viel, viel positiver als ich. Gerade ich sehe vieles negativ und du hast da so eine ganz andere Sichtweise drauf. Und seitdem ich wirklich hier bin, denke ich über viele Dinge ganz, ganz anders und lebe sogar viel, viel glücklicher. Du hast mir auf jeden Fall das gegeben, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir gefehlt hat. Die Zuneigung, die Innigkeit und diese Verbundenheit mit einem Partner zusammen, die ich vorher noch nie so gespürt habe und die mir einfach so viel bedeutet und so viel Wärme und Glück auch schenkt. Du hast einfach einen wundervollen Humor, der sich mit meinem super kombinieren lässt und zu zweit können wir einfach super viel Spaß haben, über alles lachen und uns selber nicht ernst nehmen. Du machst mich einfach von Tag zu Tag glücklicher. Ich bin eigentlich echt schwer darin, das zu sagen, was ich fühle und was ich denke, weil ich das nie so rüberbringen kann, wie ich es mir denke. Ich hoffe, ich kann das einfach so zeigen, in dem, was ich tue. Und ich kann dir einfach nur sagen, wie dankbar ich dafür bin und wie sehr ich das schätze. Mir hat auch einfach so eine Person gefehlt, die mich wirklich so nimmt, wie ich bin. Davor konnte ich einfach nicht ich sein und bei dir kann ich mich einfach nur richtig fallen lassen.